Obst irgendwo vom Autobahnparkplatz zwischen Jena und Erfurt. Und da tobte die Halle. Wieder der Pass auf Obst und auch der Dreier saß. Wir haben ein neues Tutorial für euch hier auf dem YouTube-Channel der Easy Credit BBL. Ich bin heute zu Besuch in Erfurt bei Nationalspieler Andi Obst. Hallo Andi. Hallo. Und Andi zeigt euch heute, wie man das hier macht. Der Andi, 77 Dreier diese Saison, mehr als jeder andere Deutsche in der BBL. Wie kann ich mir das als Normalsterblicher aneignen, so einen Wurf, ohne dass mein Trainer mich direkt auf die Bank setzt? Ja, gehört erstmal viel Training dazu auf jeden Fall, viel Wiederholung über die ganzen Jahre. Und natürlich auch ein klarer Kopf muss da mitspielen. Also es ist viel Selbstvertrauen, selber als Spieler, aber auch von den Mitspielern muss es kommen. Und da einfach trifft das Ding, ne? Und dann der trifft hat recht. Ja, dann würde ich sagen, machst du jetzt einfach mal meinen Shooting-Coach. Ich glaube, ich kann da noch einiges optimieren und verbessern. Okay. Ja, triffst doch, am Ende muss man nichts verbessern. Von hier treffe ich noch, mach ich mal. Als erstes, wenn ich jetzt zum Ball passe, okay, wichtig, dass du halt schon mal bereit bist, den Ball zu fangen. Am besten schon in einer tiefen Position dastehen, ob du jetzt mit einem Bein stehst oder direkt schon mit beiden Beinen, ist dir überlassen. Also ich fühle mich wohl ab und zu wirklich mit einem kurzen Jumpstop zu kommen. Mhm. Also komme ich in einen guten Schwung rein. Und wenn du jetzt einen Ball fängst und dann auch runtergehen musst, brauchst du erstmal Kraft und zweitens kostet dir das Zeit im Spiel. Das ist schon mal eine Sache. Den Ball oben hier zu fangen und direkt zu werfen. Am besten gleich so. Okay. Ja. Schon mit dem Bein. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Worauf muss ich achten? Was ist wichtig? Also Technik bei dir ist soweit ganz gut. Also der Ellbogen ist gut drin. Hast einen guten Flügelarm dazu gebracht. Wichtig ist halt wirklich tief anfangen, einen Ball bekommen, Ball oben haben und dann wirklich aus dem Bein rauswerfen, einen guten Schwung, einen Rhythmus oder wenn man auch sagt, einen Fluss und dann in einer guten Bogen Richtung Korb bewegen. Okay, ich würde sagen, du bist jetzt wieder an der Reihe, ich darf mich auch nicht überarbeiten hier. Und wir machen es bei dir natürlich ein bisschen schwerer, wollen ein paar Würfe aus der Bewegung nehmen, vielleicht wenn du um den Block kommst zum Dreier. Also David ist derjenige, der den Block stellt, ich bin Passgeber, Andi kommt raus, bekommt den Pass und nimmt den Dreier aus der Bewegung. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Trefferquote kann sich sehen lassen. Was ist dabei jetzt die Schwierigkeit, wenn du aus der Bewegung kommst? Worauf achtest du da besonders? Ja, erstmal achte ich darauf, wo der Verteidiger hinter mir ist, ob er jetzt mir folgt oder ob er abkürzt. Andere Sache ist, dass man auch wirklich rauskommt, um bereit ist zu werfen, den Korb schnell sieht und wirklich auch in einer tiefen Position ankommt. Okay, dann gehen wir jetzt mal in die Drills. Hast du irgendwie ein, zwei Drills, die du gerne machst, um deinen Wurf zu trainieren? Ich habe ein paar Drills. Also ich mache gerne Around the World, also ab 5 Positionen zum Beispiel und schieße dann halt gerne mal 4, 5, auch mal ab und zu mal 10 in Folge rein, je nachdem. Ein bisschen zu erschweren. Halt 3 in Folge pro Spot. Wenn man jetzt einen verwirft, muss man direkt zum nächsten Spot zurück. Mhm. Also es kann auch mal in den Kopf reingehen, aber es ist gerade das Ziel daran, im Kopf klar zu bleiben. Mhm. Und dann halt die Ruhe zu bewahren. Beim Spiel kann es auch mal sein, dass man halt 4, 5 daneben wirft in Folge, aber den 6. den muss man halt draufschmeißen, als ob das selbstverständlich wäre. Genau. Ja, dann machen wir nochmal eine Runde Around the World, würde ich sagen. Ja, legen wir los. Ja, also ich würde sagen, machen wir erstmal 5 Positionen, 2 Treffer in Folge. Ja, weil heute Montag ist, eigentlich macht er 5, aber 2 sollten, denke ich mal, erstmal reichen. Auf geht's. Erste Position. Ja. Okay, 3 von 3. Okay, jetzt muss er zurück dann? Normalerweise, ja. Machen wir es auch heute. Ja, müssen wir uns schon dran halten. Okay. Schlechter Pass. Oh, der war noch schlechter. So, 1. Yep. Ja, doch. Mensch, Andi, vielleicht hätten wir doch Lukas Steiger nehmen sollen. Wow! Das
zieht sich ganz schön hier. Ja, okay. Jetzt der Druck noch größer. Ja. Jetzt der Druck noch größer. Mann! Oh. Ich geh gleich nach Hause. Völlig aus der Bahn geworfen jetzt. Okay, jetzt. Da, jetzt geht's los. Jetzt habe ich Blut. 10 in Folge. Ja. Jawohl, da sind wir. Sieben von sieben, acht von acht, jetzt aber noch zwei. Ja, neun von neun. Da haben wir's. Sehr gut. Ja, da hast du noch eine gute Runde hinbekommen. Was gibt's noch für Drills? Was gibt's noch für Variationen? Was machst du gerne? Es gibt eine Menge. Also es war jetzt dieses Around the World-System. Mhm. Du kannst natürlich auch zum Beispiel vor dem Korb anfangen. Man macht zum Beispiel 20 in Folge aus dem Stehen, einfach mal ein bisschen in die Form reinzukommen. Danach 10 Freiwürfe in Folge, dann kann man 5 normale Dreier in Folge reinschießen und dann geht man weiter zurück und schießt 3, 2, wie man sich jetzt gerade fühlt. Kann man bis zum Logo, bis zum Kreis hingehen, mal versuchen da ein paar reinzuhauen, okay, in die Serie. Also es kann man viel variieren, wenn man sich wohlfühlt, mal mit dem Dribbling, ohne Dribbling, aus der Bewegung, aus dem Stehen. Also das kann man viel machen. Aber diese Art von Drill, mit der du auch ein bisschen Druck aufbaust, die machst du schon mit, ja, am liebsten? Schon, ja. Okay. Dieses Competition macht schon Spaß. Gut, was nehme ich mit, was nehmen die Zuschauer mit für den Dreier, für den Wurf? Woran muss man arbeiten, worauf muss man achten, was ist das Wichtigste? Ja, am Ende auf jeden Fall erstmal auf die Kleinigkeiten. Man muss sich selber auch wohlfühlen beim Wurf, das ist wichtig. Aber es gibt natürlich auch viele Grunddinge, die man wissen muss, zum Beispiel, wie ich es jetzt erklärt habe. Wenn man bereit ist, wenn man tief steht, dass man aus dem Bein wirft, an dem Arm, die eine gute Armstellung hat. Aber am Ende bringt es auch nicht viel, wenn man jetzt keine Wiederholung macht. Also man muss viel trainieren, man muss viel in der Halle sein, viel extra Arbeit machen. Man muss auch mal bereit sein, was Neues zu machen. Also nicht immer das Gleiche, auch mal wieder neue Sachen einbauen. Mhm. Das ist das Wichtige daran. Okay. Also, wie bei allen Dingen im Leben, trainieren ist das Wichtigste. Ja? Trainiert an eurem Wurf, trainiert euer Game. Und wir haben noch andere Tutorials gemacht, die habt ihr auch irgendwo hier verlinkt. Schaut da gerne auch nochmal rein. Danke, Andi. Und wir werfen jetzt noch ein bisschen. Ja. Ciao. Mach's gut.